Hallo. Heute mal ein Video von einem Circling, tatsächlichen Circling-Approach in Svalbard, Longyearbyen oder wie auch immer. Ich wurde dazu von einem YouTuber aufgefordert, vielleicht nicht, sagen wir mal so. Die Anregung stammt von ihm, da dort auch diesen gerade dargestellten Approach geflogen ist. Und er hat das Ganze als Circling Approach deklariert. Deswegen wollte ich das hier nochmal richtig stellen. Bevor ich aber mit dem eigentlichen Approach beginne, zwei Anmerkungen. Anmerkung 1: Ich habe bereits schon einmal einen Circling Approach mitgefilmt und online gestellt. Das ist das Video mit dem so einfallsreichen Namen Let's Show Nummer 1. Dort wird in Genua gecircelt. Und die zweite Anmerkung, da muss ich ein bisschen ausholen, die dauert auch ein bisschen länger. Und zwar habe ich einen Bug gefunden. Oder, naja, nicht einen Bug, aber einen Fehler, einen inhaltlichen Fehler in den Lido-Karten. Und zwar hat mich das schon gewundert, als ich das bei dem anderen YouTuber in dem Video gesehen hatte, und habe das nochmal genau gegengeprüft. Und ja, wer glaubt es? Hier ist der Beweis, auch Lido ist nicht unfehlbar. Diese Karte beschreibt den Localizer Zulu Approach auf die 2.8. Der Yankee Approach sieht quasi genauso aus, hat nur andere Minima, weil da nochmal zwischen verschiedenen Go-Around-Climb-Gradienten unterschieden wird. Aber der Approach selber ist auch gar nicht das, worum es mir geht, sondern das Einflugverfahren. So wie ich den YouTuber verstanden habe, hat er nämlich dieses holdingmäßige Gedöns hier, das größere mit der dickeren Linie, als Circling identifiziert oder Teile davon. Anders kann ich es mir jetzt nicht erklären. Er ist damals 1782, nee, also er ist damals von Ninjas Sierra Delta gekommen über Advent, was auch immer, und ist dann hier das Ding geflogen, ich betone es jetzt mal als das Ding, und dann hier runter und ist gelandet. Und so wie ich ihn jetzt verstanden habe, hat er das hier als Circling gekennzeichnet. Vielleicht, weil es hier irgendwo so halb im Kreis geht. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Aber hier jetzt nochmal die Richtigstellung. Ein Circling ist das nicht. Ich habe es auch im anderen Video schon mal. Na. Ich hab's, Entschuldigung, mein Handy. Ich hab's auch in einem anderen Video schon mal deutlich gemacht. Ein Circling ist ein Anflug auf eine Bahn, die um mindestens 30 Grad vom eigentlichen Anflugkurs abweicht. Das ist hier noch nicht der Fall. Ja, das sind 294 Grad und die Bahn ist wahrscheinlich auf 278. Na, ja, genau. Ja, hier unten. Also das ist schon mal kein Circling. Man kann hier ein Circling fliegen. Das ist auch gepublished. Hier rechts unten sind die Minima dafür. Hier steht auch nochmal North auf Aerodrome Only. Später im Approach komme ich da nochmal drauf zurück. Jetzt aber noch mal zu diesem Gebäude hier. Das sind einfach nur in dem Falle zwei verschiedene Verfahren, wie man sich korrekt dem Localizer nähert. Also es gibt, und jetzt muss ich ein bisschen spoilern, also es gibt drei Möglichkeiten, diesen Anflug zu fliegen. Einmal von India Sierra Delta, einmal von November Sierra Victor und einmal von Advent. Von Alpha Delta Victor. Ja, im weiteren Sinne kann man auch noch direkt von Longyear den Anflug fliegen. Aber mir geht es jetzt vor allem hier um Advent und um India Sierra Delta. Von India Sierra Delta ist es, sieht man es ganz offensichtlich. Und der YouTuber hat das auch ganz korrekt gemacht. Geht's nach Advent und dann auf Heading 087 und dann rechts rum und dann ist man hier auf dem Localizer.
Das ist eine Verfahrenskurve, genannt Teardrop, weil sie so ein bisschen so wie eine Träne aussieht, die in diesem Fall in Richtung Ost-Südost tropft. Das andere hier, dieser Teil, beziehungsweise genauer zu sein, das ist diese ganze Runde, diese ganze, da habe ich es fast schon verraten, Runde gehört dazu. Das ist ein sogenanntes Racetrack. Das ist im Prinzip nichts anderes als dieser Teardrop, nämlich ein Procedure-Turn, oder in dem Fall sind es eigentlich zwei Turns. Nur das Lustige, als ich mir diese Karte angesehen habe, war, ich habe mich gefragt, wofür zum Teufel soll dieser Racetrack denn gut sein? Weil, so wie man diese Linie hier sieht, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, diesen Racetrack zu fliegen. Einmal, wenn man von India Sierra Delta kommt, und dann ist man ja eh schon hier auf, kann man auf 5000 Fuß runter und bei 12,8 DMI Lima Alpha geht es dann von 5000 Fuß in den Standard Sinkflug runter. Das heißt hier. Und im anderen Fall von November Sierra Victor kommt man hier auf 5500 Minimum bis zum 14,9 DMI, ist dann schon auf dem Localizer, darf dann noch, hat 2 Meilen Zeit, um auf 5000 zu sinken und dann geht's los auf dem Standard Descent. Ja, und hier kommt wieder der Spoiler rein. Das Racetrack braucht man, wenn man von Advent aus fliegen will. Blöd ist jetzt nur, dass die Lido-Karten einem suggerieren, dass das so nicht möglich sei. Denn hier gibt es keine Linie, keine etwas dickere schwarze, die das Advent VOR mit dem Racetrack verbindet. Das Einzige, was es diesbezüglich gibt, ist der Teardrop von India Sierra Delta. Und der hat, wenn man sich im Advent Holding befindet, dazu später mehr, ist ein bisschen kompliziert zu fliegen. Den vom Outbound Turn quasi, also wenn man über die Station geflogen ist, einzufangen. Das ist auch das ist zum einen quasi nicht möglich und zum anderen auch verboten. Kleiner netter Hinweis am Rande: Bei Non-Precision Approaches, was dieser Localizer Approach definitiv ist, darf man Kurven bis zu 90 Grad direkt nehmen. Alles, was mehr als 90 Grad Kurve ist, braucht eine Verfahrenskurve. Vielleicht noch kurz. Ja, nee, das machen wir auf der richtigen Karte. So, ja, wie gesagt, ich hatte mich gewundert, was das hier soll. Wozu der Racetrack denn gut ist. Ich hatte schon vermutet, dass er für Advent ist, aber laut dieser Karte kann man den dann nicht benutzen. So, was habe ich in dem Fall gemacht? Ich habe in die IEP geguckt. Das mache ich jetzt auch mal schnell. Wie man dieses System hier verwendet und was es da alles zu sehen gibt, habe ich in meinem letzten Video gezeigt. Das ist das Let's Show Nummer 3. Ja, und was für eine Überraschung. Es geht doch. Diese Karte ist direkt aus der IP gezogen von Norwegen, das heißt, sie kommt von deren Luftfahrtbehörde und hier ist es ganz eindeutig, wie das Racetrack anzuwenden ist. Hier sehen wir wieder, hier links kommt es von India Sierra Delta über Advent und dann hier mit diesem Teardrop-Verfahren auf den Localizer. Hier unten von November Sierra Victor geht es hier direkt über den IF bei 14,9 La auf den Final Approach, der bei 12,8 DMI La begonnen wird. Die Höhe in diesem Racetrack ist 5000 Fuß. Das wird, ja, das ist hier auch nochmal quasi in, nennen wir es mal, beide Richtungen veröffentlicht. Hier sieht man jetzt aber ganz deutlich, trotz dieses ausführlichen Symbols für ein NDB, dass das Racetrack nicht auf dem Localizer beginnt, sondern auf dem NDB Advent. Das heißt, und genau dafür ist es da, wenn ich mich im Advent Holding befinde, aus welchem Grund auch immer, ich wurde direkt dorthin geklärt, ja, oder was auch immer, mal gucken, wie wir das gleich umsetzen, wahrscheinlich einfach mit einem Selbstdirect.
Dann kann man hier über dieses Racetrack, das heißt Advent, rechts Turn auf Kurs 114 auf 5000 Fuß. Das ist, wenn man so will, eigentlich nichts anderes als der Outbound Turn und der Outbound Kurs vom Holding. Jetzt kommt der Unterschied zum Holding bis 14,9 DMI Lima Alpha und dann rechts rum und dann auf der Localizer. So viel zu diesem kleinen Schnitzer, den sich Lido da geleistet hat. Mal gucken, ob er irgendwann raus ist. Jetzt zum gerade neuen Airrack ist nichts gekommen. Ich glaube auch nicht, dass das den in kurzfristiger Zeit auffallen wird. So oft fliegt die Masse nämlich nicht nach Svalbard und ich bin mir nicht sicher, ob die Linienflüge, die regelmäßig nach Svalbard gehen, von Airlines durchgeführt werden, die Lido-Karten benutzen. Tja, wie verhält man sich vielleicht, ja, vielleicht noch, wie verhält man sich als Pilot, wenn man diese Karten liest und vielleicht nicht die Zeit hat oder es einem nicht auffällt, passiert mir auch ab und zu. Wie verhält man sich als Pilot? Ja, ich sag mal so, wenn man keine ATC hat, dann, also ich sag mal so, in der Simulation kein ATC hat, dann muss man sich wohl oder übel ein bisschen behelfen und ein bisschen schummeln. Wenn man ATC hat, nachfragen. Das ist die einzige und einzig richtige Möglichkeit. Ach so, vielleicht bevor die Frage aufkommt, warum nicht gleich aus dem Holding hier über Advent direkt auf den Localizer? Man könnte ihn ja ganz gut intercepten. Ja, das stimmt schon. Allerdings sieht man hier auch ganz klar, dass das Holding über Advent auf minimal 5000 Fuß geflogen werden darf. Das heißt, wenn ich dort den Localizer intercepte, bin ich viel zu hoch. Nämlich, ich sag mal so ungefähr bei 3000 Fuß wäre ich an dieser Stelle. Hier steht das Advent NDB. Das heißt, das Racetrack ist schon zu was gut, nämlich wir holen ein bisschen aus, um dann den Sinkflug von 5000 Fuß auf dem Localizer zu beginnen. Der beginnt nämlich schon hier. Das sind 7,5, na, also das ist schon ein Weg. Das sind 4,3 Meilen, wenn mich mein Mathe jetzt nicht im Stich gelassen hat. Nein, natürlich nicht. Das sind 5,3 Meilen. Noch viel schlimmer. Ja, also das hat schon seinen Sinn. Wenn man in der Realität hier ATC hat, glaube ich, würden das die Piloten genauso machen und dann ist spätestens zum nächsten Lido-Update die Karte richtig gestellt, behaupte ich jetzt einfach mal. Ohne ATC gibt es dann, muss es sowieso nochmal wahrscheinlich spezielle Funkauswahlverfahren geben. Zum einen auch, weil der Missed-Approach dieses Anflugs zum Longyearbyen NDB, zum Longyear NDB geht und von dort ist gar nichts gepublished. Das heißt, hier muss auf jeden Fall irgendwo in der IP noch ein Hinweis versteckt sein, was man denn macht, wenn man Funkausfall hat und dann im Go-Around ist, weil man ja keine Landefreigabe bekommen hat oder was auch immer. Ah ja, siehst du, Landefreigabe gibt es hier eh nicht, weil es ist Luftraum Golf. Aber aus welchem Grund auch immer, man ist im Go-Around und hat einen Funkausfall oder weiß man nicht, was hier zu tun ist. Wenn das Ganze im Advent Holding passiert, denke ich mal, also ich persönlich würde dann irgendwann auf die Idee kommen, mal genauer hinzugucken und dann zu sehen, dieses Racetrack ist total sinnlos und würde dann im Zweifel einfach von Advent dieses Racetrack fliegen. Viel Unterschied macht sowieso nicht. Ja, da setze ich aber dann mal jetzt kurz eine Klammer rum um diesen Ausdruck. Viel Unterschied macht es eh nicht, weil es ist nicht gang und gäbe, etwas zu machen, weil es auf der Karte einigermaßen so aussieht. Also ich erinnere mich da immer wieder gerne an Klagenfurt. In Klagenfurt gibt es die Arrivals oder Transitions, die in Mokeck enden oder starten, ich bin mir nicht ganz sicher. Und Mokeck, ja, ich glaube, das ist das Ende der Star und das Anfang der Transition. Und Mokeck ist aber ziemlich genau an dem Punkt, wo das Kilo India NDB in Klagenfurt steht. Und da haben schon viele gedacht, ja, dann führen wir doch einfach mal ein Published Approach out of Kilo India durch.
Nur mit dem prozeduralen Problem, dass sie eben nicht über Kilo India waren zu dem Zeitpunkt, sondern über Mokek. Das ist schon Absicht, dass dieser Wegpunkt Mokek heißt und die Star nicht bei Kilo India endet. Warum das so ist, kann ich natürlich jetzt nicht erklären, weil ich nicht Mitglied bei Auto Control und Co. bin. So, genug gequatscht. Auf zur Praxis. Bevor wir mit dem eigentlichen Anflug beginnen, ein paar Hinweise. Zum einen zum Fuel. Ich habe es nicht genau durchgerechnet, aber ich befürchte, ich habe einen Ticken zu wenig Alternate Fuel dabei, weil hier gibt es keine Alternates. Als ich vorhin in Tromsø gestartet bin, habe ich so gedacht, ja, könnte knapp werden, aber hier geht es ja nicht darum. Also, wer geguckt hat, gerade ob ich auch einen Bock schieße, das wäre schon mal der erste. Der zweite Hinweis ist, ich habe zum Teil gedacht, ja, wir versuchen es einfach mal gucken, ob wie es läuft. Ja, das ist draus geworden. Es ist jetzt mittags und hier ist es stockdunkel. Das liegt daran, dass hier Polarnacht herrscht. Und dementsprechend befinden wir uns hier in vollkommener Dunkelheit. Das bedeutet eigentlich auch, dass hier kein Circling erlaubt ist, weil Dunkelheit, Visual Approaches gibt es nur bei Tageslicht, beziehungsweise bei der Flie beim fliegerischen Tag. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Scheint so, als würdet ihr keinen Sound hören. So. Ja, wie gesagt, wir fliegen das jetzt einfach bei Nacht fertig aus. Und wir befinden uns gerade direkt vor Advent und werden gleich das Racetrack fliegen, was ihr vorhin gesehen habt. Ich werde jetzt hier nicht direkt nach Advent nach rechts drehen, sondern noch einen Ticken geradeaus fliegen, um dann nachher die 180-Grad-Kurve auf den Localizer richtig zu erwischen. Wir halten 6000 Fuß, beziehungsweise eigentlich nicht. Nächster Bock. Ah, mehr ist immer gut. Wir halten 6000 Fuß, weil die MSA in diesem Bereich 5100 ist und wir uns im Moment noch nicht auf veröffentlichten Verfahren befinden. Auf dem NAV 1 habe ich den Localizer, da fehlt noch der Kurs. Auf dem RADF 1 habe ich Longyearbyen. So, jetzt sind wir gerade drüber geflogen, weil die andere Nadel hat sich gedreht. Das ist das RADF 2 mit Namen Advent. Dann, wir sind im Heading Hold. Das heißt, ich kann hier einfach getrost schon mal den Bug Richtung 114 schieben. Und dann drehen wir mal. Ein genereller Hinweis zum Circling sollte auch noch sein. Ein Circling ist normalerweise, ja, oder meistens eine Art Cloud Break Procedure. Das heißt, man benutzt, weil die Wolken zu tief stehen und man die Bahn nicht in Sicht bekommt, benutzt man ein Instrumentenflugverfahren auf eine andere Bahn. Oder eben ein vorhandenes Instrumentenflugverfahren, was nicht auf diese, direkt auf diese Bahn geht, um unter die Wolken zu kommen, um dann beim Minimum die Bahn in Sicht zu haben. Ein Circling Approach, also ein Localizer auf die Runway 28, gefolgt von einem Circling auf die 10, wird es in Longyearbyen meiner Meinung nach niemals geben. Es sei denn, das ILS ist kaputt. Weil, ja, genau, ILS. Also, wenn man ILS auf die Gegenbahn hat, die in Betrieb ist, dann wird sich jeder Pilot hüten, da noch ein kompliziertes Circling zu fliegen. Es sei denn natürlich, wie hier aus Training oder Vorführerriesen. Oder eben wie gesagt, wenn das ILS kaputt ist. Vor allem auch deswegen, weil nachher, ich habe übrigens keine Szenerie,
Aber sei mal so viel gesagt, die einzigen Abrollwege sind eher so angelegt, dass es geeigneter ist, auf der 1-0 zu landen. Meine Checkliste habe ich auch nicht sehr vorbildlich gemacht, aber das ist ja nicht das Thema. Wir fliegen jetzt bis zum 14,9 DMI und dann geht's rechts rum. Das heißt, wir sind auch gleich da. Dann sollten wir maximal 220 Knoten haben. Dafür mache ich mal die Speedbrake raus. Lats extended. Das, was ich jetzt gerade getan habe, nämlich leicht über diese 14,9 rauszuschießen, sollte man an solchen Flughäfen eher vermeiden. Wir haben hier viel gebirgiges Gelände außenrum und wir befinden uns jetzt auch unterhalb der MSA. Allerdings weiß ich aufgrund der Karte, dass das höchste Hindernis auf 3774 liegt und wir da gerade drumherum fliegen. Eine Integrated Approach Navigation oder irgendeinen modernen Schnickschnack hat diese Maschine übrigens nicht. Das heißt, wir machen das komplett per Hand. Ja. An dieser Stelle doch nochmal ein ganz kurzer Einschub, den ich möchte hier ganz kurz noch was kommentieren. Nachdem ich mir das Video jetzt nochmal angesehen habe, war ich kurz davor zu sagen, nee, Philipp, das kannst du nicht veröffentlichen. Weil es mein Anspruch, der Anflug ist meinen Ansprüchen einfach überhaupt nicht gerecht geworden. Ich habe mich allerdings jetzt doch explizit dafür entschieden, das Ganze online zu stellen, vor allem weil es mal aufzeigt, wie entscheidend eine ausreichende Vorbereitung eines Anflugs eigentlich ist. Denn ich bin hier mehr oder weniger jetzt reingegangen und habe gesagt, ach komm, das kannst du jetzt gerade mal eben drehen, das geht schnell. Und ja, man sieht, was dabei rausgekommen ist. Also, ich sag mal so, wer mit 290 Knoten auf 6000 Fuß im Echoluftraum so einen Turn macht und sich dann wundert, warum der zweite Turn auf der Localizer dann so eng ist, weil man den mit der richtigen Speed fliegt. Ja, der sollte eigentlich gleich wieder aussteigen. Es ist zumindest meine persönliche Meinung. Aber man muss es lernen und ich habe es jetzt mal wieder auf die schmerzhafte Tour gelernt. Also hätte ich meine Speed Control ordentlich durchgezogen und bei Advent bereits einen anständigen Speed gehabt, zum Beispiel 250, dann wäre ich hier sehr gut mit durchgekommen.
Dadurch, dass ich mit 2,90 über Advent drüber geschossen bin und dann extra noch gewartet habe, bin ich natürlich viel zu weit draußen rausgekommen und dementsprechend hat das auch dann den Inbound-Turn versaut, der dann mit sage und schreibe 70 Knoten weniger durchgeführt wurde. Auch der Rest des Anflugs entspricht eigentlich nicht meinen Ansprüchen und die Wolken nachher im Circling sprechen für sich. Aber ich glaube, ich sage es auch oft genug, dass es ja eigentlich nicht darum ging. Ich hoffe trotzdem, es spricht euch einigermaßen an und ich sag mal so, der wirklich entscheidende Teil dieses Videos aus meiner Sicht, der war schon ganz am Anfang, als ich eine Viertelstunde über Approach-Karten geschwafelt habe. Ja, dann genießt die Show, ob es jetzt eine Comedy-Show ist oder was auch immer, das dürft ihr selbst entscheiden. Fällt mir persönlich gerade mein eigener Approach nicht besonders, da die Kurve viel zu eng war. Allerdings weiß ich auch dann nicht, was die 120 Knoten da sollen. Ich erinnere mich auch, dass in der AEP-Karte wieder was anderes stand. Da stand nämlich kein Maximum, sondern da stand was von die Turns sind so gerechnet. Und unsere Maschine hat einen etwas engeren Turn, als man erwarten könnte. So, wir sind schon von 12, über 12,8 hinaus, das heißt, jetzt geht's runter. Da wir in Circling fliegen, ist das nicht weiter tragisch, solange wir über der Minimum Circling Altitude sind. Die ist bei 3560. Damit die Schnarre mal aufhört, machen wir mal runter. Gear down, 3 green. Wir werden auch die nach 5000 Fuß erste minimale Höhe bei 8,8 DMI, nämlich jetzt, nicht unterschreiten. Das sind 3420. Solange wir die Bahn nicht in Sicht haben, wird auch kein Breakoff gemacht. Den Breakoff machen wir aber auch erst mit Flaps 15. Flaps 15. So, da ist die Bahn in Sicht. Da der Localizer ja leicht offset ist, mache ich den Breakoff jetzt nicht ganz nach Vorschrift. Aber wer mein anderes Video geguckt hat, da habe ich es häufig genug gesagt. Es geht hier um, vor allem, es geht vor allem hierum, dass wir nämlich einen Visual Approach fliegen. Ich sehe allerdings noch Wolken. Das könnte etwas unangenehm werden. Streng genommen muss man beim Circling Approach die Runway die ganze Zeit in Sicht haben. Es könnte natürlich jetzt sein, dass das uns nicht gelingt. In dem Fall müssten wir streng genommen durchstarten. Aber ich mache jetzt den größten Fehler, den ein Hobbypilot machen kann. Ich sage, ich habe keinen Bock auf durchstarten. Hier nochmal ganz kurz zur Erinnerung, die Documentation von der MATOC. Flaps 15 extended, Gear down, beim Field in Sight, Circling Altitude, rechts rum, eigentlich 60 Grad für 45 Sekunden und dann links rum.
In dem Fall stimmen die Richtungsangaben sogar. Ach was. Ja, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt zum Durchstarten schon gekommen. Es ist auch nicht gerade wenig Wind hier, sagen wir es mal so. Ach ja, und jetzt schneit es auch noch. Darauf war ich offen gestanden nicht vorbereitet. Mein Wettertool hat, ja, es hat's gehört. Das, was ich hier im Navigation Display sehe, ist übrigens nicht Teil des Circling Approaches, sondern gehört schon zum Mist Approach. Maschine trimmt sich in so einer Situation gerne mal einen Wolf, weil wir hier doch mit relativ niedriger Geschwindigkeit mit dieser Klappenstellung im Turn sind und danach wieder ausdrehen. Da wird gerne mal hin und her getrimmt, beziehungsweise rauf und runter, um die Höhe zu halten. Das ist für den Autopiloten auch gar keine so einfache Sache im Moment. Jetzt fliegen wir den Threshold, am Threshold vorbei. Das heißt, ich starte die Uhr erneut. Wir sind hier verdammt hoch. Wir sind eigentlich, wenn man so will, dreimal so hoch wie bei einem normalen Circling. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt auch dreimal so weit rausfliegen. Ich mache das allerdings nicht, weil wir relativ starken Rückenwind gerade haben. Also ich werde auf die 20 Sekunden, sagen wir mal, noch 15 draufsetzen. Und dann machen wir das per Hand. Mal gucken, wie es wird. Da, und schon spontane Neuentscheidung. Wir sind noch viel zu hoch für diesen, um jetzt den Turn einzuleiten. Fliegen wir noch ein Stückchen geradeaus weiter. Flaps 28. Beim Sinkflug hier immer mal wieder auf die Höhe achten, das ist im Simulator am Schreibtisch immer so eine Sache. Gleichzeitig schön rauszugucken und den Flughafen im Auge zu behalten. Hier sind wir jetzt relativ hoch. Wir können dadurch, haben wir ein bisschen mehr Toleranz, da der Flughafen quasi auf Meeresspiegelhöhe liegt.
Ja, der nette Wind weht von den Bergen runter. Hier sieht man jetzt auch, warum man nur im Norden zirkeln soll, wenn man rechts rausguckt. Schüttelt mich auch ein bisschen durch, wundert mich jetzt. Auch das davon stand nichts im Wetterbericht. Two in reverse. Reverse lights out. Sixty knots. So, das war's. Ich bin einigermaßen mit mir zufrieden, auch wenn ich durchaus noch ein bisschen länger hätte im Downwind fliegen können. Aber es läuft ja nie so, wie man will. Also, viel Spaß. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachfliegen. Vielleicht versucht es besser erst im Sommer. Oder ihr zwingt euren Flosi zu wärmeren Temperaturen und mehr Sonne. Bis zum nächsten Mal.